So, moin meine Orklinge, hallo und herzlich willkommen an dieser Stelle hier zurück und verdammt, ich brauche Glasblöcke. Ja, fällt mir gerade auf, weil da ist ja die Tür daneben und es geht ja nicht. Ja, schrecklich. Habe ich irgendwo eine Tür überhaupt übrig? Vielleicht habe ich ja Glück und guck mal, Akazienholz. Aha. Vielleicht Leute, ich das damit. Oh, da kommen wir. Oh, ich hätte gar nichts. Aber nee, ist egal. Was war denn das Hammer? Vielleicht sollte ich dann Akazienholz da vorne nehmen und statt dem. Ja, das geht. Jetzt brauche ich nur eine Tür. Ja, die sieht okay aus. Sehr schön. So mag ich das doch. So, die packen wir mal beiseite. Die brauchen wir jetzt nämlich gerade nicht. Ja, jetzt müssen wir halt gucken, wie wir den Übergang machen. Eigentlich ganz einfach. Wir ziehen das mit der Treppe so durch bis nach vorne hin. So, mal gucken, wie wir damit durchkommen. Genau. Da haben wir ja 17 Stück. Ja, das könnte passen. So viele sind es ja nicht, die wir brauchen. Ja, nur diese paar. Wo habe ich das normale Zeugs? Ja, da brauche ich noch welche, ne? Da brauche ich jetzt noch welche. Aber ist ganz gut, weil die Raumhöhe wird auch definitiv eins höher sein als so jetzt. Damit wir halt auch Fackeln und sowas anbringen können. Wobei wir könnten hier unten Glowstone in dem Boden. Warum nicht? Komm, wir haben es ja, ne? Ah, jetzt wird hier richtig auf die Kacke gehauen. Ich ahne Schreckliches. Ah, 4 Stück, genau. Tada. Gucken, was bei rumkommt, ey. Machen wir hier am besten in die Ecken. Ihr habt ja gesehen, ich habe 4 Stück mitgenommen. So, das heißt, warte. So indirekte Beleuchtung. Dann könnte ich jetzt aber eigentlich auch, warte mal, vielleicht funktioniert das ja ganz gut. Verdammt. Falsche Taste, Entschuldigung. So, gucken. Oh, es hat was. So, warte. Die nochmal hier aufbrauchen. Das sieht auf jeden Fall ganz schnucklig aus, wenn man da reinkommt, ne? Ja. Gefällt mir. Muss das nur noch weg. Damit wir das dann hier auch noch entsprechend anpassen können, damit es vernünftig aussieht. Sehr schön. Das kann sich sehen lassen, würde ich sagen. Also dieses kleine Ding bisher halt, ne? Ja, das ist echt in Ordnung. Aber ich muss mir noch was einfallen lassen, weil das gefällt mir so noch nicht so ganz. Ja, weil die Front ist jetzt so und die Seite ist so. Das muss irgendwie noch angepasst werden. Das geht so noch nicht. Müssen wir gleich mal überlegen, wie wir das am besten anstellen. Habe aber schon gerade eine Idee. So, erstmal müssen wir wieder ins Bettchen. Endlich. Ha, sehr schön. Genau. Und zwar nehmen wir dann das hier. Nee, es geht auch nicht. Wobei, das jetzt so zu machen, das würde schon gehen. Machen wir hier 3 Stück dazwischen. 1, 2, 3 und dann wieder. Warte.
Ach Mist. Dann so. Ja, sieht auf jeden Fall jetzt besser aus als da vorne. Ja, wobei das mit den Pfeiler müsste ich mir doch überarbeiten. Ah, Mist. Genau, dass wir das irgendwie so machen. Und dann kann ich das hier so abstehen lassen. Genau. Ah. Ah, das sieht gut aus. Muss halt nur da hinten. Moment. Gut, dass wir so viel Akazienholz haben. Interessanterweise, was ich gar nicht wusste. Ja, ist gut. Wie gesagt, keine Hohlräume. Das sieht eh keiner da, also kann man das so lassen. Genauso wie das. Da vorne müssen wir es machen, weil da ist entsprechend ja dieser Aufenthaltsraum. Da würde man das dann sehen. Na, es ist jetzt die Sache, wir machen das jetzt hier. Am besten so. Genau, wie ist das? 1, 2, 3. Genau. Sehr gut. Nein, verdammt. Einmal verklickt. Ah, das ist ja nicht so dramatisch, ne? Achso, warte. So, müssen wir dann doch so machen. Sehr schön. Wunderbärchenhaft. Ja, immer so eine Fackel dran, ne? Gewinnst so ein bisschen Tiefe dadurch, auch das Gebäude, sieht nicht so flach aus. Sehr schön. Machen wir hier genauso. Und je mehr Fackeln, desto besser, denke ich, ne? Ja. So. Fackeln anbringen hier. Sehr schön. Vorsichtig. Achso, halt. Hier auch noch dahinter. Aha. Spart auch das wertvolle Material wie dieses tolle Holz halt, ne? Genau, muss man ein bisschen schon mit umgehen. Da liegt ein Ei. Ach, diese verrückten Hühner hier erstmal. Okay, jetzt geht mir das Holz leider aus. Nicht so dramatisch. Das können wir dann anderweitig nachholen. Genau. Sehr schön, so zum Beispiel. Könnte das dann vielleicht aussehen? Genau, das nehmen wir auch noch weg. Sehr gut. Ich bring das gleich mal wieder hier unter Mann. Ja, so. So sieht es besser aus. Es ist hier so ein bisschen breiter, ne? Das ist nicht so ganz so nah da dran. Genau, das ist schöner, finde ich jetzt persönlich. Ist das jetzt hier hinten eigentlich? Passt das alles wieder? Ich glaube so halbwegs, ne? Ja. Dass da nichts spawnt halt entsprechend. Boah, aber hier geht das auch. Sehr schön. Ja, und darauf ist dann halt entsprechend da. Wir könnten das auch nach da noch mit ausbauen, ne? Dass wir halt praktisch von da und da was haben. Vielleicht von da Karotten und von da Kartoffeln. Wäre eine Möglichkeit, ne? Ja, so. Keine schlechte sogar. Ich überlege mir das mal. Die Sache ist, ich brauche jetzt eigentlich mal Kies, damit wir da zumindest diesen Weg haben. Ich finde das doof, dass ich da mal reinfalle. Ich glaube, Kies ist... Ja, gute Frage. Ja, da ist er. Sehr schön. Ich wusste gar nicht, dass es so viel Kies gibt im Moment. Ich glaube, wir haben und beim Suchen nach Eisen und Diamant
Da haben wir ein bisschen was gefunden, endlich mal. Genau. Oh, jetzt muss die Treppe hier hin. Na gut, das müssen wir mal umsetzen. Müssen wir vielleicht mal hier ringsrum gleichmäßig machen, in dem Kreis. Dass es halt an denselben Stellen immer ist. Das sieht dann, glaube ich, besser aus. Ja, weil... Hier vorne ist das so, ne? Aber hier nicht. Und das ist echt doof. Das müssen wir dann hier anpassen, entsprechend. Ja, diese beiden sollen auch wegnehmen. Und dann anpassen. Dann passt das hier nämlich auch besser mit dem. Wenn das nämlich genauso wie das da steht, dann sieht das einfach hübscher aus. Genau, richtig. Und darum geht's ja. Ja. Und so geht das aber auch. Wir machen das auch wirklich so, ne? Wir werden das jetzt wirklich so machen, dass entsprechend von hier was kommt und von da. Und dann kriegen wir das schon hin. Nun gut, dann würde ich sagen, verabschiede ich mich. Ich bin gespannt, wie es wird. Wie wir das noch so gestalten. Ich habe schon so ein, zwei Bilder im Kopf, wie das aussehen könnte, wenn es fertig ist. Mal gucken, ob wir das so hinkriegen und ob ich dabei bleibe oder ob die Bilder sich dann wieder mal verändern. Und so, sagt man, nee, mal noch was anderes, ne? Kennen wir ja. Also von daher, in dem Sinne, bis dahin, euer Mr. Zocker.